Liebe Schwestern und Brüder, wenn uns das heutige Fest auf das gemeinsame Ziel unseres Lebensweges verweist, dann können wir uns ernsthaft und bisweilen auch kritisch fragen, was bedeutet denn Heiligkeit für jetzt und hier? Heiligkeit ist ja nicht gerade ein Begriff, der Hochkonjunktur hat und auch im Blick auf unser heutiges Lebensgefühl etwas sperrig klingt. Ein erster Zugang. Da schreibt Papst Johannes Paul II. Rückblickend auf das Jahr 2000 in seiner Enzyklika Novo Millennio Ine Unte, die Wege der Heiligkeit sind vielfältig und der Berufung eines jeden angepasst. Heiligkeit meint also nicht irgendeine Form, in die der Mensch gepresst werden soll. Heiligkeit meint nicht den Christen an sich. Das fällt ja bereits im Blick auf die Evangelien deutlich auf. Da gibt es genauso wenig den Jünger an sich. Es gibt ihn oder sie immer nur verwirklicht durch ganz konkrete Persönlichkeiten, die uns das Evangelium in ihrer Originalität darstellt. Das heutige zeitgleiche Jubiläum, 175 Jahre Dommusik, schenkt uns ein Bild, das uns tiefer erschließen kann, was hier gemeint ist. Ein Orchester lebt von der Vielzahl seiner Instrumente. Natürlich wäre auch ein Orchester mit 30 Violinen oder 30 Sopranflöten denkbar. Aber das wäre im wahrsten Sinne des Wortes doch auch etwas eintönig. Nein, das Orchester lebt von der Vielfalt seiner Instrumente und ihrer unterschiedlichen Klangfarben. Es lebt auch davon, dass die unterschiedlichen Instrumente gleichzeitig ganz unterschiedliche Tonfolgen spielen. Ihre Unterschiedlichkeit ist aber letztlich komplementär, klingt zusammen und ergibt dann eine wunderbare Sinfonie. Im heutigen Evangelium von den Seligpreisungen klingt das an. Da gibt es die ganz unterschiedlichen Klangfarben der Jüngerinnen und Jünger Jesu. Jene, die sich um den Frieden mühen, die nach Gerechtigkeit streben, die andere barmherzig aufnehmen. All dies will zusammen klingen. Im Orchester erzeugt jedes Instrument seinen Ton. Aber es ist weit mehr als nur ein einfacher Ton. Ein einfacher Ton, eine ganz bestimmte Herzfrequenz, das wäre nur ein Piepton, so wie von einem elektronischen Wecker. Im Ton des Instrumentes klingen ja eigentlich ganz unterschiedliche, verschiedene Töne mit. Und erst dieser Zusammenklang der verschiedenen Töne gibt jedem Instrument sein unverwechselbar einmaliges im Ganzen des Orchesters. Ein Bild für Heiligkeit? Heiligkeit meint die ganz unterschiedlichen Dimensionen meiner Persönlichkeit, die ganz unterschiedlichen Schwingungen meiner Persönlichkeit. Sie wollen zusammenklingen zu einem großen Ganzen. Man könnte also sagen, das Streben nach Heiligkeit ist so ähnlich wie das Stimmen einer Violine. Die verschiedenen Saiten in ihrer Schwingung, sie sollen zueinander passen. Und ähnlich wie bei der Geige gilt es da immer wieder neu anzusetzen mit dem Stimmen. Johannes Paul II. Bemerkt dazu in der gleichen Enzyklika, es ist aber auch offenkundig, dass die Wege der Heiligkeit persönliche Wege sind. Sie erfordern eine wahre und eigene Pädagogik der Heiligkeit, die sich den Rhythmen der einzelnen Personen anzupassen vermag. Wie wird diese Pädagogik Fleisch und Blut? Blicken wir auf einmal auf einen der Heiligen, exemplarisch auf den heiligen Franziskus, und studieren wir, wie Gott hier die Saiten stimmt.
Da ist dieser junge Mann aus Assisi, einer, der gerne auf den Festen seines Heimatortes ist, dort gerne gesehen ist. Vordergründig ist das ein ganz anderes Leben, was er hier im Gegensatz zu später führt. Tiefergründig lässt sich aber hier bereits ein Grundton erkennen, der sich durch sein ganzes Leben durchziehen wird. Francesco Bernardone kann Menschen für ein gemeinsames, großes Ganzes begeistern. Also eine Seite seiner Existenz, die auch später immer wieder zum Schwingen kommen wird. Dann, nach seiner Bekehrung, eine neue Melodie. Francesco, bau meine Kirche wieder auf. Er sammelt Menschen, die wie er ganz einfach leben und mit denen er San Damiano und Porziuncola, diese kleinen Kirchen am Stadtrand von Assisi, wieder aufbaut. Wieder als Grundakkord, wenn auch jetzt mit anderer Melodie, der gleiche Grundton der Begeisterungsfähigkeit. Wenig später erfährt jene Melodie, die beim Aufbau der kleinen Kirchen zentrales Motiv war, eine weitere und wichtige Variation. Franziskus begreift, es geht um weit mehr als nur um die Rekonstruktion einzelner Kirchen. Das Kirchenmotiv bleibt, jedoch in neuer Form. Jetzt geht es um die Erneuerung der lebendigen Kirche, der Kirche, die aus den Menschen selbst besteht. In den kommenden Jahren ist Franziskus viel unterwegs, bis hin zum Sultan von Ägypten. Zugleich kommt aber immer wieder auch die ursprüngliche und ganz einfache Grundmelodie zum Klingen. Franziskus bleibt mit seinen Wurzeln verbunden. Seine Gemeinschaft trifft sich regelmäßig zum Mattenkapitel bei der kleinen Kirche Porziuncola. Und das wird endlich auch der Ort sein, an den sich Franziskus zum Sterben bringen wird. Wir können am Beispiel des heiligen Franziskus sehen, und das ließe sich auch bei vielen anderen heiligmäßigen Frauen und Männern zeigen, Streben nach Heiligkeit, das bedeutet, die Melodie, die Klangfarbe zu entdecken, die Gott in mir grundgelegt hat. In welchen Variationen möchte diese Melodie meines Lebens im Laufe des Lebens zum Klingen kommen? Das bedeutet freilich immer auch Entscheidung. Ich kann nicht gleichzeitig Virtuose auf beliebig vielen Instrumenten sein und nicht gleichzeitig in ganz unterschiedlichen Tonarten spielen. Heiligkeit führt also auch zur Entscheidung. Heiligkeit bedeutet aber auch Integration. Meine Vitalität, meine Fähigkeit, Beziehungen zu leben, meine Kreativität und meine Emotionalität, sie wollen Teil jener vollen Klangfarbe sein, die mein Leben ausmacht. Heiligkeit meint, Gott möchte im Leben eines Menschen nicht nur einfach einen klinisch reinen Ton erzeugen, 440 Hertz etwa. Das wäre ein sehr blutleerer Heiliger. Nein, Gott möchte einen voluminösen Klang, wo im Grundakkord meines Lebens die ganz unterschiedlichen Dimensionen meiner Persönlichkeit in ihrer jeweiligen Frequenz mitschwingen. Heiligkeit bedeutet, mich im Konzert der unterschiedlichen Stimmen und Instrumente zu wissen. Ein guter Musiker, eine gute Musikerin hören, was um sie herum vorgeht, und sie reagieren auf ihre Umgebung angemessen. Sie bringen die zu ihnen gehörende Melodie ein, jedoch so, dass diese das Konzert bereichern. Ob im Bild gesprochen das Konzert jener ersten Christen damals auf so breite Resonanz stieß, weil spürbar wurde, das sind ganz originelle Persönlichkeiten, aber zugleich hören die aufeinander,
bemühen die sich um ein Zusammenspiel. Und noch etwas, können uns die Instrumente über die Heiligkeit aussagen? Streich- und Blasinstrumente sind keine in sich geschlossenen Systeme. Um klingen zu können, brauchen sie wesentlich eine Öffnung. Und selbst jene Instrumente, die relativ geschlossen wirken, sie brauchen den Impuls von außen, um zum Klingen zu kommen. Auch darin steckt ein wichtiger Hinweis. Der Heilige weiß, dass er nicht aus sich heraus lebt. Der Heilige ist eben nicht der perfekte Mensch, in sich abgeschlossen, rund. Er weiß gut um seine Grenzen, um das Unabgeschlossene, um die Lücke in seinem Leben, die es bisweilen auch schmerzhaft auszuhalten gilt. Er weiß, dass sein Leben, sein Grundton, Geschenk ist. Er weiß, dass er nur aus der Öffnung auf dieses gottmenschliche Du hin leben und wirken kann. Dieses Du Gottes dürfen wir jetzt feiern in der Eucharistie. Wir dürfen ihm die Offenheit und die Lücken unseres Lebens hinhalten. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns jenen Impuls schenkt, der unsere Seele, unsere ganze Person neu zum Klingen bringt. Amen.